Hallo euch allen, da sind wir dabei, Madden NFL 19. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle. Wir treten an gegen die San Francisco 49ers in einem sehr interessanten Style. Wir spielen aber nicht in Dallas, wir spielen nicht in San Francisco. Wir spielen in Atlanta, also am Ort des letzten Super Bowls. So, 1. und 10 an der 22-Yard-Linie für meine Cowboys. Ich fange erstmal mit einem Pass an. Momentan, wir haben ja die Slants seit langer, langer Zeit mal wieder für uns entdeckt. Johnson links, Cooper auf der rechten Seite. Wir schauen mal, in welche Richtung die Defense tendiert. Keyshawn Johnson, Mutterseelen allein, kommt bis an die 48-Yard-Linie. Ein 30-Yard-Pass im allerersten Spielzug. Wunderbares Play. Keyshawn Johnson mit dem Catch. Wir bleiben in der Luft neben den Texans. 1. und 10. Wir haben in der Mittellinie sind wir bereits. Sharp und Eddie George attackieren die Mitte. Ich schaue, ob Keyshawn Johnson außen ein 1 gegen 1 hat. Das hat er. Dann bekommt er auch den Ball, aber den kann er nicht festhalten. Gut verteidigt. Wir haben einen 2. und 10. an der 48-Yard-Linie. Natürlich immer noch. Jetzt rühren wir erstmal den ersten Lauf. Auch damit wir hier die Uhr wieder ins Laufen kriegen. Das geht über Eddie George. Er sucht eine Lücke, läuft erstmal komplett in die falsche Richtung. Kommt dadurch nur 2 Yards nach vorne. Da war definitiv mehr drin, aber aus irgendwelchen Gründen haben wir hier gerade den Rückwärtsgang eingelegt. So, dann schauen wir mal. Wir nehmen wieder den Texas, aber ich habe mich jetzt weniger auf Keyshawn Johnson auf der Außen. Der Außen konzentrieren, der ist sowieso gedoppelt, wie man sehen kann, aber die Mitte mit Sharp und mit Neal. Shannon Sharp in der Mitte, Mutter Seelen allein, neues First Down Cowboys an der 48-Yard-Linie. Das heißt, Field Goal Range haben wir jetzt schon mal auf jeden Fall erreicht. Das heißt, wir haben die große Chance, hier direkt im ersten Drive dieses Spiels schon mal zu Punkten zu kommen. Lauf über Eddie George, über die Mitte. Der drückt und quetscht und macht und holt 9 Yards raus. 2. und 1. Wir sind in der Red Zone. So. Wir bleiben mal beim Lauf. Halfback Slam. Geht über die linke Seite. Und da haben wir das First Down und mehr. Der Ball ist an der 8-Yard-Linie. First and Goal. Wir haben auch schon richtig schön Zeit von der Uhr genommen. So, First and Goal an der 8. Johnson und Cooper auf Slant Routes. Sharp ist meine Sicherung. Und wenn alle Stricke reißen, dann laufen wir auch selbst. Nicht bis in die Endzone, aber bis knapp davor, Ball an der 1-Yard-Linie. Ich hätte es jetzt auch probieren können, Kopf runter und ab durch die Mitte. Aber wir wissen ja, dass die Jungs gerade vor der Endzone, gerade die Linebacker, gnadenlos hart tackeln und gerade ein Quarterback gerne mal in die Mangel nehmen. Cooper auf einer Slant Route, Sharp wieder meine Sicherung. Wir gehen auf Amai Cooper, der ist frei. Das ist der Touchdown für Dallas. Im ersten Drive des Spiels erzielen wir direkt einen Touchdown. Schöner Start. Der Kick ist unterwegs und der sieht auch sehr gut aus. Wir haben eine 7:0, 10 Sekunden noch zu spielen hier im ersten Quarter. So, wir kicken den Ball zu den Niners. Ball geht erwartungsgemäß wieder einmal bis in die Endzone hinein, das heißt kein Return. Wir sehen jetzt einen 1. und 10 an der 25-Yard-Linie und schauen mal, wer den Quarterback macht. Ja, Mr. John Elway, aktuelle GM der Denver Broncos, war ja auch der Quarterback der Denver Broncos, zweimaliger Super Bowl-Sieger. Und das hat ihn, glaube ich, jeder im sportlichen Amerika, sofern er nicht gerade aus Kansas City beziehungsweise aus Oakland kommt, hat ihm das gegönnt.
So, erster und 10 an der 25-Yard-Linie. 10 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Die versuchen auch Elway direkt mit Blitzen unter Druck zu setzen. Peyton ist der Running Back im Backfield, also Sweetness aus Chicago. Der kommt bis an die 32-Yard-Linie und das ist der letzte Spielzug hier im ersten Quarter gewesen. Die Uhr tickert hier runter. Es geht direkt weiter. Im zweiten Quarter haben wir eben kurz den Head Coach gesehen hier, der San Francisco 49ers. Und der passt natürlich zu Atlanta, der aktuelle Head Coach Dan Quinn. So, 2. und 3. Oh, was für ein Lauf. Der ist so schwer zu tacklen, Walter Payton. 5 Yards macht er. 3. und 5 damit. Oh, da ist viel Druck und da geht Elway zu Boden. Da ist er gesackt. Collins, mein Defense Tackle, kommt durch. 4. und 11. Das heißt, die 49ers werden sich per Punt vom Ballbesitz trennen. Sanders nimmt den Ball auf an der eigenen 18-Yard-Linie. Der Lauf geht über die linke Seite, aber der wird schon verfolgt. Fumbled und Gott sei Dank geht der Ball jetzt aus. Das wäre jetzt natürlich hier ein ganz übles Turnover geworden. Da haben wir Glück gehabt, haben einen 1. und 10 jetzt an der eigenen 41-Yard-Linie. 8 Sekunden noch zu spielen bis zum 2-Minute-Warning. Wir laufen erstmal mit Eddie Josh und genau diese 8 Sekunden erstmal ins Laufen kommen. Weit nach vorne kamen wir nicht. Da wurden wir an der Line of Scrimmage schon gehalten. 2. und 7. 2-Minute-Warning. Wir sind an der 44-Yard-Linie und wäre natürlich schick, wenn wir hier zumindest nochmal per Field Goal 3 Pünktchen auf unsere Führung oben drauf legen könnten. So, Laufspiel über Eddie George. Über die linke Seite geht es. Keine Chance. Viel zu schnell kommt da der Verteidiger der 49ers nach vorne. 3. und 10 und das ist natürlich unschön. Wir nehmen die Quickslants. So, das heißt, zum ersten Mal sehen wir Randall Cobb, unseren Neuzugang, jetzt der über die Free Agency nach Dallas kam. Da kommt ein Blitz von der rechten Seite, Amari Cooper von der linken Seite auf einer Slant Route unterwegs und der ist da so frei. Macht ein neues First Down, Ball ist an der 41-Yard-Linie. Ich hatte mich eigentlich so ein bisschen auf Cobb konzentriert. Aber da war Amari Cooper ja dermaßen frei. Wir bleiben mal bei den Slants. Diesmal Johnson und Cooper von der linken. Turlones auf der rechten Seite auf einer Slant Route unterwegs. Und das ist Keyshawn Johnson. Den pflückt der ganz easy runter. Wir sind an der 19-Yard-Linie, sind in der Red Zone. 59 Sekunden noch zu spielen. So, Halfback Dive durch die Mitte, damit wir auch die Uhr hier wieder ans Laufen kriegen, weil ich möchte natürlich den Niners nicht mehr allzu viel Zeit geben, wenn sie hier noch wieder im Ballbesitz kommen in der ersten Halbzeit. Eddie George sucht die Lücke, hat sie kurz gefunden, aber die war ganz schnell wieder zu. 2. und 6, Ball ist an der 16-Yard-Linie. Wir nehmen den Halfback Toss. Lauf über die linke Seite. Eddie George auf der Suche nach der Lücke. Kommt bis an die 11-Yard-Linie. 3. Versuch und 2. 3. und 2 von der 11. Eieieiei. Ganz schwer. Nehmen wir den Stick. Das heißt, 2 Receiver auf einer Slant Route von links. Johnson und Cooper. Sharp meine Sicherungsoption. Das wird schon reichen. Für einen First Down wird es reichen. Wir müssen aber in die Endzone kommen. Die Zeit läuft ja langsam ab. Ja, und wir laufen selbst. Ach, ich hab's geahnt. Wir fummeln den Ball. Das war ganz schlechtes Timeplay. Nicht gut gemacht. Nicht gut gespielt. Ich habe die Uhr nicht mehr im Auge behalten. Ich troll. Ich dummer Troll.
So, 7:0, das heißt, dadurch ist es ein komplett offenes Spiel, weil ich hier wirklich kein bisschen gerade auf die Playtime geachtet habe. Ach, ärgerlich. Dummer, dummer Fehler. So, wir sind in der zweiten Halbzeit. Wir führen knapp mit 7:0, also ein Touchdown sind wir in Front. Und jetzt kommt wieder dieser wichtige erste Drive in der zweiten Halbzeit. Was machen die 49ers, angeführt von John Elway? Erster und 10 an der 25. Walter Payton, der ist ganz, ganz schwer zum Boden zu bringen. Bringt den Ball bis an die 30. Wir haben einen zweiten Versuch und 5. Oh, durch die Mitte komplett entfernt der Ash. Macht hier den Sack. Dritter und 11. Und das ist natürlich eine ganz, ganz üble Position. Also dritten und 11 von der eigenen 24. Nicht schön. Wenn du von da hinten punten musst, weißt du genau, dass deine Defense direkt eine schlechte Feldposition hat. Vollständiger Pass und Walter Payton läuft ins Aus. Noch bevor er das First Down hat. Das war der erste vollständige Pass von John Elway in diesem Spiel. So, vierter und 6 von der 29. Der Punt ist in der Luft. Sanders nimmt ihn auf an der 14. Versucht einen Return und kriegt wieder Mörder einen mit. Erster und 10 an der 24-Yard-Linie. So, wir nehmen mal den Tight End Attack. Das heißt, wir schauen mal, ob sich Keyshawn Johnson links lösen kann. Wenn nicht, versuchen wir über Shannon Sharp zu gehen. In der Mitte unseren Tight End. Der war sehr riskant. Da hätte es auch eine Interception geben können. Das war kein guter Wurf, den wir da in die Luft gebracht haben. Slants beim 2. und 10. Johnson und Cooper. Jeweils einer links, einer rechts. Defense geht schon wieder rüber. Wir gehen wieder auf Keyshawn Johnson. Wunderbarer Spin-Move. Und der Ball ist über der Mittellinie an der 48-Yard-Linie. So, Laufspiel Eddie George. Also ich würde hier ruhig mal, ich möchte so ein bisschen variieren. Auch damit wir Zeit von der Uhr nehmen. Wenn wir den Drive hier mit Punkten abschließen und viel Zeit von der Uhr nehmen, haben wir nicht mehr allzu viel Spielzeit und wir haben ein Two-Score-Game. Also sprich, dann müssen die Niners zweimal scoren, um hier noch wieder das Spiel mindestens ausgleichen zu können. Wir bleiben beim Lauf. 2008, Eddie George. Oh, da ist die Mitte aber komplett zu. Wir nehmen den Stick. Ich versuche mich auf Amari Cooper zu konzentrieren. Oh, und versuche selbst zu laufen. Dann kommt der Defense-Tackle raus und nagelt mich um. Und es war ein Linebacker, es war Mr. Lawrence Taylor. Tja, viel Zeit von der Uhr genommen haben wir jetzt nicht unbedingt, denn wir haben einen dritten und 10. Wir nehmen die 4 Verticals. Wir sind knapp über der Mittellinie. Attackieren die Mitte mit Sharp und mit Johnson. Da kommt ein Blitz von der linken Seite. Dadurch ist Sharp in einem 1 gegen 1 und der hat den Ball. Das ist ein neues First Down an der 29-Yard-Linie. Die alte Football-Regel, wenn du siehst, woher der Blitz kommt, achte genau auf diesen Bereich, denn dahinter wird in der Secondary irgendein Receiver relativ schnell frei sein. Eddie George versucht mit einem Lauf, kommt bis an die 27-Yard-Linie. Das dürfte das letzte Play gewesen sein im dritten Quarter. Die Uhr tickert hier langsam runter. Das dritte Quarter ist vorbei. Es geht in den Schlussviertel hinein. Wir führen immer noch mit 7, haben einen 2. und 8 an der 27-Yard-Linie. Haben also die Riesenchance, hier wirklich mit Punkten wieder von Feld zu gehen. Blitz von der linken Seite. Eddie George läuft aber sowieso über die rechte Seite. Hat einen First Down und 2 gebrochene Kniescheiben. First and Goal an der 9-Yard-Linie. So, natürlich bleiben wir beim Lauf. Wichtig war eben auch, war wunderbar gesehen, dass Eddie George auf jeden Fall im Bounce bleibt, damit die Uhr hier weiter runterläuft.
Eddie George wieder unterwegs, kommt bis an die 5-Yard-Linie. Das sind genau die Yards, die tun jetzt gerade den 49ers richtig weh. Einfach weil auch die Zeit immer und immer weniger wird. Wide Receiver Drive, wir schicken Amari Cooper in Motion. Eddie George ist hinten meine Sicherungsoption. Wir schauen uns das mal an. Gehen auf Eddie George. Spin Move. Und er kommt nicht in die Endzone. Oh, war das knapp. Wir haben einen Third and Goal an der 1-Yard-Linie. Nehmen den Stick, aber erst nach dem 2-Minute-Warning. Was für ein ellenlanger Drive meiner Cowboys hier. Wir bleiben beim Lauf über die Außen. Halfback-Toss. Entweder kommen wir in die Endzone, ziehen einen Touchdown, oder aber die Niners müssen ihre erste Auszeit nehmen. Wir laufen über die rechte Seite. Eddie George, Spin-Move in der Endzone. Ich hatte gerade fast die Sorge, dass uns der Cornerback der Niners stoppen würde, aber der kommt nicht durch. Und mit dem ersten Spielzug nach dem 2-Minute-Warning erhöhen meine Cowboys inklusive PET auf einen 14:0 Vorsprung. 1:58 nur noch zu spielen. Das sieht richtig gut aus. Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. Kneel down. Heißt, wir haben einen 1. und 10 an der 25-Yard-Linie. Overstorm Brave. Incomplete Pass. John, das war der zweite, das war auch erst der zweite Passversuch von John Elway. Also, was die Niners hier in der Offense spielen, ist sehr seltsam gewesen. 2. und 10, wir blitzen mit beiden Safeties. Wieder viel Druck, vollständiger Pass. Ja, Raumgewinn. Nein. Wir haben einen 3. und 14. Wir bleiben bei dem Blitz mit den beiden Safeties. 1:40 sind jetzt noch zu spielen. Und das ist eine Interception. Walls holt sich den Ball. Wird hart angegangen, aber hält den Ball fest. Das ist, glaube ich, schon mehr als eine Vorentscheidung. 1. und 10 an der 34-Yard-Linie der Niners. Das heißt, das ist wirklich Field Goal Range, die wir jetzt schon haben. So, San Francisco hat noch alle drei Auszeiten. Wir laufen über die rechte Seite. 49ers nehmen ihre erste Auszeit, sind an der 36-Yard-Linie. Ah, das ist schon von der Entfernung her nicht unbedingt ein so 100% sicheres Field Goal. Laufspiel über Eddie George über die Mitte. Der versucht, der drängelt, der quetscht und kommt wieder an die 34. Die 49ers müssen die zweite Auszeit nehmen. So, jetzt haben wir einen 3. und 10. Ich würde gerne einfach noch ein paar Yards machen, damit es unser Kicker ein bisschen einfacher hat. Wir nehmen den Drive-Through-Corner. Heißt, Amari Cooper geht jetzt gleich auf der rechten Seite in Motion. Der ist noch meine Hauptanspielstation. Da haben wir genau die paar Yards, die wir noch haben wollten. Jetzt sind wir an der 24-Yard-Linie. Haben ein 4th and Inches. Die Niners haben ihre letzte Auszeit genommen. So. Und den Versuch spielen wir aus. Ich möchte nicht, dass die Niners hier noch einmal das Heft des Handelns in die Hände bekommen. So, Lauf über Eddie George. Nee, keine Chance. Keine Chance. Ich hätte es, glaube ich, mit einem Pass versuchen sollen. Das wäre besser gewesen. Hätte, hätte. Fahrradkette. 1. und 10. Für die 49ers. Jetzt sind sie wieder im Ballbesitz an der eigenen 27-Yard-Linie.
Wir führen mit 14 Punkten, also kein Grund hier jetzt übermäßig nervös zu machen. Und Elbe hat bisher nicht unbedingt so überzeugt, dass man sagen könnte, er kann das Spiel noch gewinnen. Liegt auch direkt einmal am Boden. Byron Jones kam dadurch mit dem Sack. Wir haben einen zweiten und 14. Oh, den wirft Elway weg. Jetzt haben wir einen dritten Versuch und 14 von der eigenen 23-Yard-Linie. Ich muss sagen, wäre das hier ein super enges Spiel geworden, wo ich genau gewusst hätte, ich hätte hier eine Offense gegen mich, die hier nochmal scoren kann, hätte ich eben einen Field-Goal-Versuch gemacht. Da müssen wir gerade drüber nachdenken. Also so schissig wäre ich gewesen. Das ist die zweite Interception. Wieder. Nein, diesmal war es Deion Sanders, der den Ball herunterpflückt. Ja, mein erster und 10 an der 49-Yard-Linie. Laufspiel über Eddie George. Ball ist an der 45-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 4. Nein, das haben wir jetzt keine Auszeit mehr, können also die Uhr nicht noch einmal stoppen. So, wir laufen fleißig weiter. Da kommt ein Blitz von der rechten Seite. Wir verlagern das alles mal auf die linke Seite. Schöner Spin-Move von Eddie George. Der verliert den Ball. Es hat sich abgezeichnet, dass es irgendwann ein Turnover geben würde bei den harten Tackles, die hier laufen. Also die 49ers sind noch nicht tot. Erster und 10 an der 32-Yard-Linie. Jetzt sehen wir hier doch ein ziemliches Turnover-Festival. Und Elway ganz stark unter Druck, wird gesackt an der eigenen 26-Yard-Linie. Die wollen sich aufsteigen, um den Ball zu spiken, und das dauert richtig lange. Jetzt sind wir gleich schon bei den letzten 10 Sekunden im Spiel. Jetzt erst kann Elway spiken, da sind nur noch 8 Sekunden auf der Uhr. Jetzt kann es nur noch eine Hail Mary geben. Ich meine, wenn einer einen Wurfarm hat, dann ist es Elway. Bin mal gespannt, ob er die PS auf die Straße bringt. Elway sucht, Elway wirft. Und der ist abgeschlagen. Damit ist das Spiel aus. Wir schlagen die San Francisco 49ers mit 14:0 hier im Home of the Super Bowl 53. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.